Hallo und wieder mal willkommen zurück. Heute soll es um die Firma Reusel oder Reusel gehen, Reusel, wie auch immer man das gerne ausspricht. Wie gesagt, war eine der Vorreiter zusammen mit Schmiere, die, sagen wir mal so, diese ganze Barbershop und diese auch Produktkultur, die damit kam, wieder lanciert hat, die ja nur doch, muss man ehrlicherweise sagen, großteils in Vergessenheit geraten ist. Sie sind, muss man sagen, in dem Produktsegment sind sie, würde ich glaube ich fast sagen, Marktführer, auch weil sie, wie gesagt, diesbezüglich ein gutes Marketing machen und auch eine relativ breite Produktpalette anbieten, um dies zumindest in einem Teil gehen soll heute. Was macht Reusel so besonders im Vergleich zu anderen? Nun, also Punkt 1, sie bieten sicherlich was, dieses Barbershop und Men's Grooming, wie es so schön heißt, im groben Gesamtkontext angeht, bieten sie sicherlich viele Produkte an. Mir soll es erstmal am Anfang um die Pomaden gehen. Etwas, was, wie gesagt, aber die gesamte Reusel-Palette kennzeichnet und da nicht nur die Pomaden ist und sind, dass es vegane Produkte sind. Von daher muss man ganz ehrlich sagen, das ziehen sie auch konsequent durch ihre gesamte Produktpalette durch. Gibt es Dinge, wo man sagen muss, gut, okay, braucht man das oder braucht man es nicht? Das ist, wie gesagt, eine persönliche Philosophieeinstellung. Ob man dem jetzt folgt oder nicht, wie gesagt, ich persönlich tue es nicht. Ich bewerte es eher im Gesamtkontext, vor allem der Leistungsfähigkeit und vor allem der Verträglichkeit, wie gesagt, mit Bezug auf die gesundheitstechnischen relevanten Dinge der Produkte, die sie haben. Kommen wir also zu den ersten, und das ist etwas, was ich, wie gesagt, war meine allererste Pomade, die ich überhaupt benutzt habe. Das ist die Reusel Pink. Ist eine Stronghold, würde ich sagen, kann man ein bisschen vergleichen mit der Bone Crusher. Man muss allerdings sagen, im Bereich der Leistung bzw. auch eben des Halts, vor allem über 24 Stunden, ist sie deutlich schwächer. Wie gesagt, es liegt an den Inhaltsstoffen, die, wie gesagt, strikt vegan gehalten sind. Sie ist keine schlechte Pomade. Ich finde diesen Erdbeer-Kaugummi-Duft, den sie hat, überhaupt nicht schlecht. Es ist aber, wie gesagt, man muss ganz ehrlich sagen, im Vergleich mit den gleichklassigen Produkten, die es ganz einfach dann entweder über die Firma Lockhart oder aus der deutschen Homebrew-Szene gibt, da verliert sie einfach. Und da verlieren eben, muss man ganz ehrlich sagen, aber alle in dieser Produktlinie. Also egal, ob es die wasserbasierten Pomaden sind, also die roten und die blauen, oder eben jetzt hier noch im Bereich der öl-wachsbasierten Pomaden. Die grüne, da muss man sagen, im Vergleich zu den gleichklassigen Gegnern verlieren sie. Wie gesagt, ich finde die Düfte, muss man aber sagen, sehr, sehr einzigartig. Ich finde, das ist sehr, sehr klassisch. Das ist so das, was man halt aus diesen, ich würde mal sagen, 60er Jahren auch dieser Frisurprodukte oder Haarprodukte gewohnt war, kannte. Fand ich das ein sehr schönes Revival eigentlich, und das macht die Reusel-Produkte in diesem Punkt eigentlich auch sehr einzigartig, zumindest was die Pomaden angeht. Etwas, was ich, wie gesagt, auch schon in meinen anderen Videos erwähnt habe, beziehungsweise auch angestochen habe, ist das Reusel 3:1. Ist, wie gesagt, weil es vegan ist, und da muss man ganz ehrlich sagen, in diesem Fall ein super, super, super verträgliches Produkt, Shampoo. Da würde ich so weit gehen und sagen, da sind sie mit der Firma Haslinger ganz, ganz ehrlich sehr, sehr, sehr weit vorne, was das wirklich gute, verträgliche und sehr, sehr gute Haarshampoo-Qualität angeht. Da finde ich, gibt es nichts Vergleichbares. Also ich weiß, dass es von der Firma Uppercut und von der Firma Lockhart ähnliche Produkte gibt, muss aber ganz ehrlich sagen, was die Verträglichkeit angeht, ist oder sind die Reusel-Shampoos einfach wirklich super, super, super klasse. Also da gibt es nichts, was man daran auszusetzen oder daran aussetzen kann oder aber eben bemängeln kann. Etwas, was ich auch ganz gerne verwende, ist die Reusel Shave Cream. Auch hier, wie gesagt, strikt vegan gehalten. Hier ist das Alleinstellungsmerkmal, ganz ehrlich gesagt, dass es bereits eine aufgeschlagene Rasiercreme ist. Wenn es schnell gehen muss, soll in der Früh, passiert bei mir auch ab und zu, dass ich mich einfach noch rasieren muss, weil ich es einfach nicht geschafft habe zeitlich. Dann muss man ganz ehrlich sagen, finde ich, ist das von der Handhabung her und von der Schnelligkeit her, wenn es einfach fix gehen muss,
ist das ein super Produkt, ist das wirklich sensationell. Ich muss ganz ehrlich aber sagen, also auch hierbei im Vergleich zu den gleichklassigen Produkten, wenn man jetzt zum Beispiel die Nordic Shaving Company hernimmt oder aber eben auch die Haslinger, die Honig Rasierseife, da muss man ganz ehrlich sagen, da verliert das Produkt deutlich. Also das ist halt einfach, wie gesagt, eine schnell aufgeschlagene Rasierseife, die einfach nur schnell ins Gesicht geht und wenn man sich halt schnell rasieren muss oder möchte auch. Also die ist halt, wie gesagt, wieder für Menschen, für Nassrasierer, ist aber, muss man auch hier sagen, wirklich super gut verträglich, es gibt keine Hautirritationen. Gefällt mir prinzipiell einfach von der Handhabe her sehr, 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 sehr gut, weil es einfach, wenn es schnell gehen muss, ein super schnell verfügbares Produkt ist. Deswegen in der Zusammenfassung, ist der Hype gerechtfertigt? Nein, also das muss man ganz ehrlich sagen. Ich finde, sie sind sehr, sehr, sehr weit vorne im Bereich der Shampoos. Da muss man ganz ehrlich sagen, da gibt es nichts, was so ungefähr gleichzieht, auch von der Verträglichkeit. Wie gesagt, nur die Firma Haslinger mit ihren Shampoos. Im Bereich der Pomaden muss man sagen, da verliert jede Pomade gegen ihre gleichklassigen Mitstreiter. Also egal, ob es jetzt, wenn man jetzt die Pinke nimmt, wenn man da jetzt sagt, die Bone Crusher oder da zum Beispiel auch eine Goon Grease oder eine Fire Brimstone, dann muss ich ganz ehrlich sagen, also das sind die Locker-Produkte oder auch die Michael Giller Pomaden oder eben die Bone Crusher wesentlich besser, auch was die Gesamtleistung über 24 Stunden angeht. Ebenso bei den Medium Pomaden oder auch bei den wasserbasierten Pomaden muss man sagen, da gibt es, was die Leistung zumindest angeht oder also die Kernkompetenz von Pomaden angeht, deutlich bessere Produkte. Im Bereich der Shampoos sind sie vorne, das muss man ganz klar sagen. Also da finde ich, da gibt es was die Verträglichkeit und was die, ja, ich sag mal, auch die Milde angeht. Wie gesagt, nur Haslinger als Mitbewerber. Im Bereich der Rasierseifen, da gibt es auch, muss ich ganz ehrlich sagen, deutlich bessere. Aber wie gesagt, hierbei der große Punkt ist, es ist schnell verfügbar, man kann sich ganz fix rasieren. Und es ist vor allem, wie gesagt, diese kleine, schnelle Rasierschaumdose ist, muss man sagen, für die Reisen oder beziehungsweise für den Kulturbeutel sehr super, sehr handlich und finde ich sehr, sehr gut. Also das ist in diesem speziellen Punkt, muss man sagen, gewinnt diese Seife wiederum deutlich an Wert. Es ist, wenn man jetzt eine Lebensphilosophie, sagen wir mal so, hat und sagt, na, man möchte also unbedingt vegane Produkte nehmen und man weicht auch von dieser Lebensphilosophie nicht ab, dann ist, muss man sagen, die Firma Rüsel oder Reutzel einfach eine Marke, an der man einfach nicht vorbeikommt. Also wenn man jetzt zum Beispiel, ich glaube, der bekannteste Veganer, ich glaube, in YouTube Deutschlands ist Simon Unge. Also wenn der jetzt zum Beispiel sagen würde, ich will mir unbedingt gesunde Sachen in die Haare schmieren, beziehungsweise auch gesund meine Haare pflegen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann wird er an der Firma Reutzel nicht vorbeikommen, weil das sind die einzigen, muss man sagen, die das wirklich auch so extrem und konsequent auch mit den wirklich guten Sachen durchziehen. Also man muss ja sagen, selbst wenn man sagt, okay, sie verlieren in der Leistung, von der Leistungsfähigkeit her mit ihren, gegenüber ihren Mitstreitern in derselben Klasse, da muss man aber ganz ehrlich sagen, der Preis, den du halt dann zahlst, ist halt einfach, dass da wirklich nur vegane Produkte drinnen sind. Und das muss man sagen, haben halt die anderen nicht. Daher muss man sagen, okay, Pomade, Shampoo, Rasierseife, finde ich alles super. Gehört dann eigentlich, muss man sagen, für Leute, die das konsequent leben und die das sozusagen als eigene Lebensphilosophie haben, direkt in die erste Reichweite. Ja, ist der Hype gerechtfertigt? Nein, also ich finde, das ist, wie gesagt, außerhalb jetzt der veganen Szene und außerhalb, muss man sagen, der Shampoos deutlich bessere Produkte gibt, aber wie gesagt, der Pferdefuß ist, das ist halt eine Lebensphilosophie-Sache und sie haben auch, es ist die Firma, muss man sagen, die dieses ganze Barbershop und Haarprodukte aus den 50er, 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts wiederbelebt haben. Also es ist dann auch nicht sozusagen gerechtfertigt, wenn man sagt, gut, okay, wenn man jetzt auf die Kernkompetenzen zum Beispiel von Pomade oder auch von Rasierseifen angeht, ja, dann ist der Hype sicherlich nicht gerechtfertigt, aber ansonsten, ja, wer es mag und wer das für sich selber erkoren hat, dass es seine Lebenseinstellung sein soll und sein muss, der wird daran nicht vorbeikommen und dem empfehle ich das natürlich dann auch von ganzem Herzen, weil wie gesagt, das sind nichtsdestotrotz, das sind es wirklich, 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 da bleibe ich auch, gesunde Produkte. Das soll es von mir gewesen sein. Ich hoffe, euch geht es allen gut, ihr seid alle gesund. Ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut.